ich mache mir zuerst ein Konzept, meistens ein harmonisches, fast gleichzeitig läuft eine abstrakte Idee ab und mit der Zeit kombiniert sich das und es kommen ganz konkrete Gestalten entstehen, sukzessive. Dass Sie das Stück anders komponiert hätten, wenn Sie älter oder jünger gewesen wären? Nach der gestrigen Uraufführung denke ich vielleicht ein bisschen anders drüber. Ich glaube, ich hätte das Stück wahrscheinlich immer so geschrieben, aber ich glaube auch, dass die Zeit einfach reif war für das Stück. Ja, eigentlich überall, wo es irgendetwas Interessantes für mich zu entdecken gibt. Egal, ob das jetzt in einem Buch ist oder im Leben oder auch in ganz alltäglichen Dingen. Wenn Menschen in mir einen Übertreiber sehen, Ignoranz, Diskussionen können Stunden weitergehen, doch niemals bleibt mein Sekundenzeiger stehen. Denn Zeit habe ich nun mal nicht sehr viel, aber Texte schreiben ist für mich ein Kinderspiel. Und ich könnte stundenlang einfach weiterschreiben oder mit rumliegen, meine Zeit vertreiben.